Es ist der 22. Juli 1984, ein heißer Sommertag, ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Doch hinter der weißen Fassade dieser Villa im schicken Berliner Westend nimmt ein Beziehungsdrama seinen Lauf. An diesem Sonntag gerät hier die Welt zweier Menschen aus den Fugen. In den Abendstunden fällt ein Schuss. Und in der kleinen Gästetoilette neben der Haustür liegt eine tote Frau. Am nächsten Morgen wird Bubi Scholz verhaftet, das frühere Boxidol. Ich habe gesehen, wie man Herrn Scholz aus dem Haus herausgebracht hat, in einem desolaten Zustand. Er konnte nicht besonders gut selbst laufen, er wurde von Zivilpolizisten herausbegleitet. Die Art und Weise, wie man ihn aus dem Haus herausgebracht hat, ließ darauf schließen, dass er offensichtlich verdächtigt wird, etwas getan zu haben. Ausgerechnet Bubi Scholz. Einer der erfolgreichsten deutschen Boxer, Bubi Scholz, ist heute in Berlin unter dem dringenden Verdacht festgenommen worden, seine Frau erschossen zu haben. Helga Scholz wurde in der gemeinsamen Wohnung mit einer tödlichen Schussverletzung am Kopf gefunden. Dabei galten Bubi Scholz und seine Frau Helga doch in Berlin als Traumpaar. Und jetzt soll er sie erschossen haben? Seine Helga, die ihm immer treu zur Seite stand? Als ich aus dem Fenster guckte, habe ich gedacht, das ist nebenan wie ein Krimi. Als ob ein Krimi gedreht wird, aber es war ganz klar, da ist tatsächlich irgendetwas ganz Fürchterliches in der Nacht passiert. In der Scholz-Villa treffen in den frühen Morgenstunden dieses Montags zahlreiche Polizisten und Kripo-Beamte ein. Einer der ersten vor Ort ist Kriminalkommissar Wolfgang Decker. Ich habe zunächst die Toilettentür wahrgenommen, die Beschädigungen aufwies am Türblatt. Und dann bin ich dann reingegangen, habe mir die Toilette angeschaut und da sah ich dann die Frau Scholz links neben der Toilette liegen. Und diese Auffindesituation erschien mir schon etwas eigenartig. Und beim Umdrehen an der Tür habe ich dann ein Loch gesehen, an der Innenseite der Tür. Und erst da realisierte ich, dass möglicherweise durch diese Tür geschossen worden sein könnte, weil ich ja auch das Einschussloch am Kopf noch nicht gesehen hatte. Und dann, als ich die Tür aufgemacht habe und wieder rausgeguckt habe, dann war als nächstes der Blick in den Flur und da sah ich auf einem kleinen Tisch eine Patronenschachtel stehen. Also Patronen, Loch an der Tür. Und dann bin ich noch weitergegangen in die Wohnung, habe mich umgesehen. Da lag in einem begehbaren Kleiderschrank lag dann eine Kleinkaliberwaffe, ein Gewehr. Aber zerbrochen, der Schaft war zerbrochen. Und als ich dann nochmal zurückgegangen bin zu der Leiche, dann habe ich gesehen, dass hinter dem Ohr, also am Ohrläppchen, ein Einschussloch war. Ich habe mich schon mal gewundert, dass da hinten eben wahnsinnig viele Leute standen. Unter anderem natürlich auch Polizei. Und bin dann eben zum Tor. Ich hatte ja einen Schlüssel vom Haus und von der Wohnung, weil das war ja mein Arbeitsbeginn. Und da wollten sie mich erst nicht reinlassen, ne? Bis ich dann eben gesagt habe, dass ich da arbeite und dass ich rein muss. Dann haben sie meine Personalien aufgenommen und ich habe dann gefragt, was los ist. Na, und dann meinte der eine dann zu mir, ja, also es besteht wohl der Verdacht, dass der Herr Scholz seine Frau erschossen hat. Na, dann habe ich natürlich erst, wurde ich blass und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Na, und dann kam jemand und sagte dann, da muss noch die Leiche abtransportiert werden. Für mich war es ein ganz schlimmes Erlebnis, tatsächlich ihren toten Körper auf der Bahre herausgetragen zu sehen, letztendlich nur abgedeckt mit einer Decke oder einer Folie, nicht wie man es sonst vielleicht aus Fernsehkrimis erwartet, in einem Zinksarg, sondern wirklich sehr pietätlos in meinen Augen. Die Polizei sichert die Spuren am Tatort, nimmt die Toilettentür mit, durch die der tödliche Schuss abgegeben wurde. Bubi Scholz erschien mir so, als ob er in der Nacht Alkohol zu sich genommen hat, also wie einer, der ihn gesoffen hat.
ziemlich deprimiert und aufgeregt und also ich würde sagen desolat, also ganz einfach desolat. Ich habe dann mit Bubi da in der Küche gesessen und er hat dann mit mir gesprochen, also ich nicht mit ihm, sondern er mit mir. Er hat mir dann seine ganze Lebenssituation erzählen wollen, über das Leben mit seiner Helga. Er hat dann gesagt, ich wollte sie doch da bloß rausholen, ich wollte sie doch da bloß rausholen. Und als sie dann alle raus waren, bin ich geblieben, hab dann sauber gemacht. Sauber gemacht heißt in dem Sinne die Toilette, wo sie gelegen hat. Ne? Die ganzen blutigen Fliesen und alles sauber gemacht, habe ich so im Stillen gedacht, wie ich das in die Mülltonne geschmissen habe. Aber wenn die Reporter wüssten, was ich wegschmeiße. Die Presse stürzt sich auf den Fall, will alle Details wissen. Er ist bereits bei uns und wird von Beamten der dritten Mordkommission befragt. Sein Anwalt ist bei ihm. Und es macht den Anschein, dass es möglicherweise, aber ich sage bitte mit allem Vorbehalt, möglicherweise heute auch nicht mehr zu einer Vernehmung kommen wird. Denn nach unserem zwar nicht maßgeblichen Eindruck, aber zumindest dem, nach unserem Eindruck, den sich ein Bürger machen kann, steht Herr Scholz unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Und eine Vernehmung in diesem Zustand durchzuführen, ist wenig sinnvoll. Die Menschen sind fassungslos. Bubi Scholz, der berühmte Boxer, der Liebling der Berliner Gesellschaft, in Haft? Ein Mörder? Ausgerechnet Bubi Scholz, der am Prenzlauer Berg geborene Arbeiterjunge, den alle so bewunderten, weil er sich aus kleinsten Verhältnissen ganz nach oben gekämpft hatte? Hier, in der Corinnastraße 54, hatte er eine vergleichsweise unbeschwerte Kindheit verlebt. Erst wollte er Feinmechaniker werden, begann dann nach dem Krieg eine Kochlehre, schlug sich auf dem Schwarzmarkt durch. In dieser Zeit lernte er seinen Freund Erwin Sahm kennen, der ihn zum Boxen brachte. Wir hatten uns in Pratergarten zum Tanzen verabredet. Ich habe ihn von zu Hause aus abgeholt, denn es war ja nicht mehr weit. Von der Corinnastraße bis zum Pratergarten sind ein paar Schritte. Und da lernten wir beim Tanzen die ersten Freundinnen kennen, was uns dann natürlich auch Spaß machte. Der Tanzabend war ein Hammer. Das war eine unwahrscheinlich nette Tanzkapelle. Und Bubi und ich, wir beide waren ziemlich geschickt im Tanzen und machte auch Tanzen Spaß. Und nachdem wir uns so richtig schön wohlfühlten und so, rempelte uns da jemand an da und der sagt, du kleiner Piepel, da mach mal, dass du ein bisschen eine Sause machst, sonst kriegst du ein Bein hinter den Ohren. So eine hässliche Bemerkung. Da habe ich gesagt, wenn es dir so gut geht, dann komm doch raus. Und da wurde dann so ein Ring gebildet und der war ein richtiger Schläger. Aber er machte eben den Fehler, dass er so schwungvoll haute und ich konnte ihn gleich so einen richtigen kurzen Schlag geben auf den Körper und der lag am Boden. Und der Bubi, der hat gesagt, Erwin, Mann, das möchte ich auch können. Bubi Scholz meldete sich in einer kleinen, heruntergekommenen Boxschule an. Boxen war populär im Nachkriegs-Berlin. Der schmale Junge trainierte täglich. Schon nach wenigen Wochen durfte er zeigen, was er drauf hatte. Bubi Scholz war so aufgeregt, dass er mal auch das im Ring zeigen kann, was er schon erlernt hat. Und da machte er dann seinen ersten Kampf in einem Zirkuszelt. Und er begeistert es so sehr, dass er auch gleich die Rechte schlug und vor allen Dingen den Leberhaken, da musste er ja ordentlich auf den Körper treffen und das war hervorragend. Ja, die Stimmung war sehr gut, weil da waren auch die ersten Merkmale zu erkennen, dass aus denen mal was werden kann. Schon beim ersten Boxkampf saß ein junges Mädchen am Ring und ließ ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr los. Helga Druck. Eine Gymnasiastin verliebte sich in den boxenden Arbeiterjungen. Der Bubi war so begeistert, er sagte zu mir, also ich habe ja ein Bombenmädel kennengelernt. Ich so, sag, na, wie heißt er denn? Da sagt er, na hey, heißt er. Da sag ich, na Mensch, dann musstest du mir doch auch mal zeigen, dann muss ich sie doch mal kennenlernen. Und da hat Bubi mir auch seine Freundin das erste Mal vorgestellt
und sie machte einen wunderbaren Eindruck. War sehr jung, war ja wie ein Kind, nicht? Also, aber wir waren ja selbst auch Kinder. 3,5 Jahrzehnte später sitzt Bubi Scholz im Gefängnis Moabit in Untersuchungshaft, weil er diese Frau erschossen haben soll. Er wird dem Haftrichter vorgeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Als er wieder nüchtern ist, in seiner Zelle, scheint Bubi Scholz allmählich zu begreifen, was in dieser Sonntagnacht geschehen ist. Naja, er erschien mir nicht mehr alkoholisiert, ist klar, Alkohol hat er nicht mehr bekommen. Er hat auch, war medikamentös nicht besonders beeinflusst, aber er war absolut lethargisch, haderte wahrscheinlich innerlich mit dem Schicksal. Ich würde ihn als stark depressiv bezeichnen. Ich wollte Helga da doch nur rausholen. Das beschwört der Untersuchungshäftling immer wieder. Seine Helga, die er fast sein ganzes Leben lang kannte. Als ich ihn im Gefängnis sah, war er in sich gekehrt, verstört und ganz und gar desorientiert. Er konnte nicht glauben, dass er etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hätte. Doch schon am Tatort stand fest, sie wurde durch eine Kugel in den Kopf getötet. Abgefeuert von ihm selbst, durch die geschlossene Toilettentür. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Bandbreite, die bei diesem Geschehen rechtlich anzudenken war, war Unfall, war fahrlässige Tötung, war Totschlag und war Mord. Handschriftlich schildert Bubi Scholz der Staatsanwaltschaft seine Wahrnehmung der Ereignisse in der Tatnacht. Seine Darstellung ist konfus und widersprüchlich und endet mit dem Satz: Ich kann mir ein Leben ohne diese Frau, die absolut Mittelpunkt in meinem Leben war, nicht vorstellen. Doch schon in den ersten Befragungen zeigt sich ein anderes Bild. Die Ehe von Bubi und Helga Scholz muss in den letzten Jahren todunglücklich gewesen sein. In seiner Zelle, allein, gehen ihm immer wieder Szenen dieser Nacht durch den Kopf. Die Nacht, in der er Helga verlor. Begreift er, was er getan hat? Bubi Scholz unternimmt in der Untersuchungshaft einen Selbstmordversuch. In ernster Lebensgefahr ist er nicht. Anfang der 50er Jahre hatte er eine atemberaubende Karriere hingelegt. Und Helga ließ ihn nicht mehr aus den Augen. Wenn Bubi Scholz boxte, strömten die Massen, klingelten die Kassen. Die Sporthallen und Arenen waren immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Bubi, wie ihn jetzt alle nannten, boxte sich von Sieg zu Sieg, wurde im Nachkriegs-Berlin zum Inbegriff des Wiederaufstiegs. Er ließ die Gegner kommen, weichte aus, spielte mit ihnen und rechtzeitig, wenn er merkte, da ist eine Lücke, da traf er, dann schlug er zu. Und meistens hat es dann gereicht. Also um gegen Bubi über die Runden zu kommen, musste man sehr technisch gut sein oder immer weglaufen. 2 Jahre lang gewann er alle Kämpfe durch K.O. und wurde zum Idol. Mit Bubi Scholz stieg eine ganze Nation in den Boxring. Dann der Schock. Nach einem Schaukampf in Berlin wurde bei Bubi Scholz eine schwere Lungentuberkulose festgestellt. Die Ärzte verboten ihm das Boxen. Das sichere Ende der Karriere, so schien es. Er quartierte sich unter anderem Namen in einem Sanatorium im Schwarzwald ein, kämpfte mit eisernem Willen gegen die Krankheit. Und auch am Krankenbett war Helga bei ihm. Die Helga hat zu ihm gehalten, auch als er so schwer krank war, als er seine Lunge-OP hatte, Tuberkulose. Und für Bubi war das praktisch ein Rettungsanker. Denn er wusste ja nicht, ob er noch mal boxen konnte. Zurück aus dem Sanatorium im Schwarzwald heirateten Bubi Scholz und Helga Druck. Im November 1955 mit großem Medienrummel im Standesamt Schmargendorf. Trauzeugen waren Bubis Manager Fritz Gretschel und Schaumeister Hans Rosenthal, der aus demselben Kiez am Prenzlauer Berg stammte wie Bubi Scholz.
Helga war am Ziel, war nun die Frau des prominenten Boxers und sollte seine Karriere als seine engste Vertraute und persönliche Managerin in Zukunft mitbestimmen. Die beiden bezogen das gemeinsame Heim. Helga, klug, schlagfertig, aus gutem Hause, war und blieb die Frau seines Lebens. Bis zu diesem Sonntag im Juli 1984. In Berlin hat heute der Prozess gegen den ehemaligen Berufsboxer Bubi Scholz begonnen. Die Anklage wirft dem 54-Jährigen Totschlag vor. Mit dem Urteil wird Ende Januar gerechnet. Die große Strafkammer des Gerichts in Berlin-Moabit muss nun klären, was genau in dieser Sonntagnacht geschehen ist. So, das war also mein Platz. Hier saß ich als Vorsitzender. Rechts und links von mir die beiden Berufsrichter als Beisitzer. Das war der Platz von Herrn Staatsanwalt Wiedenberg, der die Anklage vertreten hat in diesem Verfahren. Und hier saß Herr Bubi Scholz oder Gustav Scholz, umrahmt von seinen beiden Verteidigern, Herrn Dr. Studier und Herrn Dr. Knaute. Eigentlich ist der Fall klar. Mit diesem Gewehr, dem Geschenk eines Fans an den berühmten Boxer, hatte Bubi Scholz seine Frau getötet, mit einem Schuss. Aber warum? Jetzt wollte er uns weismachen, dass er diese Waffe reinigen wollte. Na, wenn er sie hat reinigen wollen, brauchte er die Waffe nicht zusammenzusetzen. Dann wollte er uns weismachen, er hätte mit der Waffe hantiert, wäre auf dem Läufer vor dieser Toilette, in der Frau Scholz erschossen wurde, ausgerutscht und ein Schuss hat sich gelöst. Das konnte durch die Schusswaffensachverständigen absolut widerlegt werden. Das war gar nicht möglich aufgrund des Schussverlaufs und der Waffe. Das Gericht will sich Klarheit verschaffen und ordnet eine Tatortbesichtigung mit dem Angeklagten an. Wie sah es aus, das Leben des Ehepaars Scholz? Das Haus am Ruppenhorn, der Tatort, liegt ja in einer wunderbaren Gegend. Er präsentiert für sich schon dadurch seinen Aufstieg. Aber wenn Sie es betreten, haben Sie die Anmutung einer ziemlichen Traurigkeit. Endlose, das ist für mich eine starke Erinnerung, Reihen von Videos, von denen wir hörten, dass er sie immer zu sich angesehen habe, aber vor allen Dingen unten im Keller ein Filmraum, wo er seine Boxkämpfe sich wieder und wieder angesehen hat und damit doch versucht hat, die Erinnerung und die Vergangenheit zu beschwören und wieder gegenwärtig zu machen. In der ersten Runde landet Bubi einen Volltreffer. Eine Vergangenheit, die längst vorbei war. Stationen seiner beispiellosen Karriere, mit deren Ende er haderte. Seinen Wiederaufstieg damals nach der schweren Lungentuberkulose hatte niemand für möglich gehalten. Er schaffte sein Comeback mit Helgas Hilfe. Sie kümmerte sich um die Parfümerien, die sie gemeinsam unter Bubis Namen eröffneten. Sie managte die Geschäfte und den Alltag. Er konnte seine Rückkehr in den Ring vorbereiten, die ihm alles bedeutete. Und die ihm und damit auch ihr neuen Ruhm bringen sollte. Denn Bubi wollte es allen noch einmal zeigen. Er zog sich zurück, arbeitete unentwegt an sich, trainierte monatelang wie ein Besessener. Mein Freund Bubi war ja ein vorbildlicher Mann im Training. Der hat das derartig ernst genommen, dass man fast neidisch sein konnte. Er hat eine Gymnastik hingelegt wie ein Artist. Hat der Sprungseil über dem Kopf gedreht, dann ist es wieder unten, ohne hängen zu bleiben. Also wie ein Fred Astaire vielleicht, der ein großartiger Tänzer war. Bubi Scholz hat sich ganz korrekt danach gerichtet, wie man als Sportler lebt. Kein Alkohol, nicht geraucht, hat nur Sport gemacht, hat sich ganz präzise auf jeden Kampf vorbereitet. Und war 1957 plötzlich wieder da. Bei 40 Grad Hitze kämpften in Berlin Bubi Scholz und Peter Müller um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft. Schon die dritte Runde bringt das vorzeitige Ende. Scholz hat Müller an den Seilen gestellt und trommelt pausenlos auf ihn ein. Für die Ärzte und die Fachwelt grenzte dieses Comeback an ein Wunder.
als hätte es seine Krankheitspause nie gegeben. Völlig benommen empfängt Müller den letzten, entscheidenden Schlag. Auch seinen 64. Kampf in 9 Jahren beendet Bubi Scholz unbesiegt. Und diesmal ist er endlich deutscher Meister. Als er wenig später auch noch Europameister wurde, war Bubi Scholz wieder ganz oben. Und mit ihm Helga. Der Einsatz hatte sich gelohnt. Man fuhr ein schickes Auto, trug Pelz, war das neue Berliner Glamour-Paar. Bubi Scholz war wieder ein gefragter Mann. Er besang Schallplatten. Er spielte Rollen im Boulevardtheater und im Kino und trat in Fernsehshows auf. Cha, cha, cha. 1965 war für Bubi Scholz mit dem Boxen Schluss. Aber er und Helga blieben noch lange das Traumpaar der Berliner Gesellschaft. Da gibt es also Listen, die sogenannten großen Protokolllisten. Na, da stand Bubi Scholz ganz vorne mit drauf. Der musste so ja an Wochenenden selektieren. Gehen wir dahin oder gehen wir dorthin? Romy Schneider zählte zu den Freunden der beiden. Und Schauspieler wie Hardy Krüger. Also das Ehepaar Scholz gehörte, als er berühmt war, zu den sogenannten oberen Zehntausenden dieser Stadt, die zu jeder Party, zu jedem Ball eingeladen wurden und wo viele andere Berühmte in dieser Stadt sich mit ihnen schmückten. Doch auch das war irgendwann Vergangenheit. Der Filmraum, der ja nun ein sehr begrenztes Repertoire hatte, dass dort immer nur seine Boxkämpfe über die Leinwand flimmerten, war die Banalität des Immergleichen. Vor allem ein Kampf hatte Bubi Scholz nie mehr losgelassen. Als er 1962 Harold Johnson herausforderte, um Weltmeister im Halbschwergewicht zu werden. Dieser Kampf hätte die Krönung seiner Karriere werden sollen. Alle erwarteten das. Die gesamte Prominenz war da. Und natürlich auch Helga. Bis zur letzten Runde bietet sich den 40.000 Zuschauern immer wieder das gleiche Bild. Der Herausforderer marschiert rückwärts und der Titelverteidiger greift an und sammelt mit seiner hervorragenden linken Führungshand Punkte. Gustav Scholz bleibt zwar einer der besten Boxer Europas, doch der goldene Lorbeerkranz des Weltmeisters gebührt einem besseren, Harold Johnson. Wir haben uns den Kampf öfter mal bei ihm im Keller angeguckt und jedes Mal dachte er, guck mal, der war schon K.O. Er konnte gar nicht fassen, ja. Und es war immer der Überzeugung, dass er den Kampf nicht verloren hatte. Er haderte später jahrelang mit seinem Schicksal, dass er die Chance nicht genutzt hat, die man ihm gegeben hatte. 3 Jahre nach dieser Niederlage hatte er das Boxen aufgegeben. Der Scholz-Effekt, wie Helga es nannte, wirkte noch lange weiter. Die Geschäfte liefen gut. Er avancierte zum Teilhaber einer Werbeagentur. Sie leitete die beiden Parfümerien. Alles schien wie von selbst weiterzulaufen. Aber auch das war irgendwann vorbei. Sie waren keine Stars mehr. Der Ruhm verblasste und das glamouröse Leben war passé. Das einzugestehen fiel schwer. Bubi und Helga fielen sich immer mehr auf die Nerven. Helga Scholz hat versucht, in den gehobenen Kreisen weiterhin eine heile Ehe vorzuspielen, die es offenbar nicht gab. Und Gustav Scholz hat darunter gelitten, dass seine Geschäfte nachließen. Seine Werbeagentur verlor an Aufträgen, insbesondere an prominenten Aufträgen. Und er musste also einsehen, dass die guten Zeiten vorbei gewesen sind. Dass seine Frau darunter auch gelitten hat, ergibt sich aus vielen Zeugenaussagen. Sie vergrub sich ganz in ihrer Arbeit. Er hing zu Hause rum und haderte mit seinem Schicksal. Helga wurde immer bitterer. Wenn sie ein bisschen anders gewesen wäre, sagen wir mal, ja, diplomatischer, aber sie ist ja auch immer losgepoltert da irgendwie. Aber wenn sie diplomatischer gewesen wäre, ich glaube, dann hätten die eine einigermaßen einvernehmbare Ehe gehabt. Aber es war ja immer irgendwie Spannung da.
wo sie sich jeden Moment an die Köpfe kriegen würden. Ne? Zu Hause ließen sie sich gehen. Sie tranken immer mehr. Auch er, der früher asketisch und diszipliniert war. Beide hatten sich immer weniger zu sagen. Mir war eigentlich immer klar, dass nach außen eine Fassade aufgebaut wurde. Wenn man sie in der Öffentlichkeit, in den Medien gesehen hat, Bubi und Helga, dann haben sie ein frisch verliebtes Paar vorgespielt, Händchen haltend, sich anstrahlend. Und das, was wir über den Gartenzaun sehen konnten, teilweise war etwas ganz anderes. Es gab die ein oder andere Situation, vor allen Dingen nachts, wo es nebenan doch um einiges lauter wurde. Man hat laute Stimmen gehört, Streit. Es war ganz klar, dass das Ehepaar Scholz miteinander streitet, mal wieder miteinander streitet. In solchen Situationen zog sich Helga Scholz auf die winzige Gästetoilette neben der Haustür zurück, vor allem wenn es Krach gegeben hatte. Hier hatte sie Ruhe vor Bubi. Er wurde immer depressiver, litt an Schlafstörungen, geisterte nachts durchs Haus. Ich habe sie übrigens auch mal gefragt, warum trennen sie sich nicht von ihrem Mann? Ne? Ich sage, gucken Sie mal, die Karriere ist vorbei und sie würden doch vielleicht viel ruhiger leben, wenn sie sich trennen würden. Naja, aber das wollte sie dann auch nicht. Das hat sie übrigens auch gesagt. Jetzt bin ich noch Frau Scholz, nicht? Aber wenn ich mich trennen würde, dann bin ich ja die geschiedene Frau Scholz. Der Abstieg lag darin begründet, dass beide nicht damit fertig wurden, dass die Prominentenrolle zu Ende ging. Darunter haben beide gelitten. Er als 50er in der zweiten Lebenshälfte mit dem Nachlassen der Kräfte und wohl wissend, dass da nichts zu wiederholen ist. Und Helga, denke ich, mehr darunter, dass sie jetzt mit einem, wenn man so will, Nobody verheiratet war und nicht mehr mit einem Idol. Und trotzdem kamen die beiden nicht voneinander los, gaben draußen immer noch das Vorzeigepaar, das bestens harmonierte. Sie war ja eine sehr taffe Person, die ihn auch stützte in seinen depressiven Anmutungen. Sie hat ihn immer wieder zur Geltung gebracht, auch um ihrer Selbstwill natürlich. Der eigenen Eitelkeit willen. Sagen wir mal, er ist irgendwo mal hingeflogen. Den hat sie ihn am Flughafen ausrufen lassen. Aus irgendeinem nichtigen Grund. Dann hat sie immer gesagt, ich muss da gleich anrufen, dann ist er da. Damit eben in der Halle gesagt wurde, Herr Bubi Scholz und so. Und dass nun Gott und die Welt da wusste, da ist Bubi Scholz am Flughafen. Noch einmal versuchte Bubi Scholz, an seine ruhmreichen Zeiten anzuknüpfen. 1980 veröffentlichte er seine Memoiren, Der Weg aus dem Nichts. Für einen kurzen Augenblick fühlte er sich ein bisschen wie der Star von einst. Doch schon bei der Buchpremiere lästerte Helga, das nächste Buch schreibe ich und das heißt Mein Leben mit dem Nichts. Stichelkonze. Das konnte sie gut. Und je mehr sie dann natürlich auch ein bisschen ihren Shampoos getrunken hat, umso mehr ging auch die Stichelei. Nicht? Und sie hat dann auch schlecht ein Ende gefunden. In dieser Zweierbeziehung war Helga Scholz, na nennen wir mal es so, das Biest. Er wollte seine Ruhe haben, sie hat ihn gestichelt, sie war nicht mehr mit ihm zufrieden. Also das sogenannte schöne Leben, was man vorher so hatte, war so langsam abgebaut worden. Die Einladungen blieben aus. Ihr Leben wurde immer trister. An den Wochenenden schlugen sie die Zeit tot. Der Sonntag als von beiden zuvor immer sogenannter Gammeltag, da wurde nicht viel unternommen, da gammelt man zu Hause rum, guckte Videos an, schlief, unterhielt sich oder auch nicht. Meistens nicht. Und trank. Also es standen sehr viele Gläser rum, abgewaschen wurde nicht. Überall stand was rum. Die Betten waren natürlich nicht gemacht. Unordnung, Wasser in der Badewanne. Die Sauna lief unten noch im Keller. Und ja, das war normal.
In den letzten Monaten vor der Tat ging es mit Helga und Bubi Scholz immer schneller bergab. Je länger ich da war und später, war es dann doch schon so, wenn ich morgens kam, dass sie also schon einiges getrunken hat. Er hat natürlich harte Sachen getrunken. Ne? Und sie hatte meistens irgendwie Sektschorle oder irgendwie sowas. Es wurde immer wieder die Auffassung vertreten, dass sie viel mehr trank als er, so kurios und paradox das klingt, wenn man die beiden vergleicht äußerlich. Da wurde offensichtlich sehr viel getrunken. Sie trank wohl immer kalte Ente, Wein gemixt mit Wasser und Champagner. Ja, und da wurde auch diese berühmte Rumreiche, das Wort kannte ich vorher auch nicht, Coca-Cola mit Kirschwasser gemixt und Rum. Nicht? Ist natürlich auch eine schöne tödliche Mischung. Nicht? Man merkt ja gar nicht, wie viel Alkohol man da zu sich führt. Vor Gericht wird immer deutlicher, dem einstigen Boxästheten, dem Perfektionisten im Ring, der seine Auftritte stets genau kalkulierte, war sein Leben längst entglitten. Das Gericht hatte ein neurologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es stützt den Eindruck, den die Zeugenaussagen vermittelten und den sich die Prozessbeteiligten bei der Tatortbesichtigung gemacht hatten. Bubi Scholz und seine Frau Helga waren gefangen in den alten Rollen, die in ihrem Leben längst keinen Sinn mehr machten. Ein gemeinsames Kind hätte ihrem Leben vielleicht einen neuen Inhalt gegeben. Am Anfang ihrer Ehe haben sie alles vermieden, um Kinder zu haben. Sie wollten leben, der Bubi hatte noch seine Karriere, da war an Kinder überhaupt nicht zu denken. Später, Jahre später, da hätten sie gerne Kinder gehabt, das war ihnen aber da nicht vergönnt. Da haben sich die Sünden der Jugend gezeigt. Sie bekam keine mehr. Sie hat viel Geld ausgegeben in der Schweiz, um da was zu machen von Ärzten, aber es klappte nicht mehr. Im Grunde genommen hatten sie keine richtige Aufgabe. Mit Kindern wäre es ganz anders gelaufen. Ne? Doch die quälende Leere in der Villa am Ruppenhorn blieb, bis all die Demütigungen und Kränkungen mit einem tödlichen Schuss endeten. Was genau zwischen den beiden in dieser Sonntagnacht geschehen ist, versucht das Gericht möglichst detailgenau zu rekonstruieren. Fest steht, gegen 14.30 Uhr trifft der Gärtner in der Villa ein. Helga Scholz hat ihn gebeten, Wasser in den Pool zu lassen. Zu seiner Überraschung findet er den Hausherrn mit einer Flasche Whisky im leeren Becken. Er wirkt apathisch und sagt, Willi, ich hab Zoff mit meiner Frau. Dieser Sonntag begann schon alkoholisiert im Swimmingpool mit einem Glas in der Hand und mündet dann in einem Streit offenbar, der vermutlich, wir wissen das ja nicht genau, wir wissen ja aus seinen Beschreibungen, dann wieder scharfen, herabsetzenden Angriffen von ihr begleitet war. Zum Beispiel, das war für sie nicht selten, eine Bemerkung, ich wünschte, du wärst tot. Gegen 22 Uhr hat Helga genug und schließt sich in der Gästetoilette ein. Uns hat sich das so dargestellt, als ob Herr Scholz an diesem bewussten Abend verärgert war darüber, dass Helga Scholz sich wieder in der Toilette eingeschlossen hatte, wie sie das schon öfter getan hatte. Das hat er als Demütigung oder als Kränkung empfunden und dass er sie da rausholen wollte. So hat er sich auch unmittelbar nach der Tat gegenüber einem Kriminalbeamten geäußert. Ich wollte sie da rausholen. Bubi Scholz geht ins Ankleidezimmer und holt ein Gewehr, das dort liegt. Das Gewehrschloss befindet sich aus Sicherheitsgründen in einem Waffenregal in der Bar. Die Patronen versteckt in einer Schublade. Er setzt das Gewehr zusammen. Ein solches Handeln verlangt ein kontrolliertes Vorgehen. Weiß er, was er tut? Wenn Sie volltrunken sind, dann werden Sie diese Waffe nicht zusammenbauen können. Und das war ja auch die Begründung, jetzt wieder des psychiatrischen Sachverständigen und auch der Staatsanwaltschaft zu sagen, du warst zum Zeitpunkt, als du geschossen hast, nicht so betrunken, also schuldunfähig,
wie du es uns weismachen willst. Ahnt Helga Scholz, was im engen Gang vor der Toilette passiert? Weiß sie, dass Bubi mit dem Gewehr hantiert? Droht er ihr? Dafür gibt es keine Zeugen. Er wusste, dass er durch diese Tür schießt. Er wusste, dass Frau Scholz, die allein diese Toilette benutzte, aufgrund ihrer Abführmittel, die sie nahm und wegen des entstehenden Geruchs, also war diese Toilette, das war die Toilette der Helga Scholz. Er wusste, dass sie da drin war. Man hatte sich vorher gestritten und er wollte, dass sie dort rauskam. Und anstatt, dass nun er das macht, was eigentlich ein Mann seiner Statur, was einem solchen Mann ein leichtes Gewehr in die Tür einfach einzutreten, schießt er mit dem Gewehr und zwar in einer Weise, wenn er überhaupt noch bewusst handelt, die sie nicht treffen kann. Wenn er vermuten kann, was er vermuten darf, dass sie auf der Toilette sitzt, dann wäre die Kugel ohne Zweifel an ihr vorbeigegangen. Aber wer in einen gekachelten Raum schießt, der weiß auch, dass eine Kugel, die dort auftritt, als Querschläger einen Menschen treffen kann. Das wusste er. Und dann habe ich gesagt, und damit hat er auch, wie es so schön heißt im Juristendeutsch, billigend in Kauf genommen, dass die Kugel seine Frau treffen konnte und dass sie getötet hat. Dass die Frau hinter der Tür stand und gehorcht hat, ob sie wieder rauskommen kann und die Kugel sie deshalb also direkt getroffen hat, das konnte er nicht wissen. Sicher ist, nach dem Schuss hat Bubi Scholz noch weiter reichlich Alkohol getrunken und sich dann ins Bett gelegt. Gegen 4 Uhr wacht er auf. Das Bett neben ihm ist leer. Er sucht Helga, will sie aus der Toilette herausholen. Was unmittelbar nach der Tat geschehen ist, wissen wir nicht. Dafür gab es keine Zeugen, da gab es nur Indizien für. Ich denke, er hat noch im Laufe der Nacht relativ schnell realisiert, was da passiert war und war dann sicher sehr erschüttert und geschockt darüber. Beim Versuch, die Tür aufzubrechen, zertrümmert er das Gewehr. Der Lärm weckt die beiden oben im Haus wohnenden Mieterinnen Erdmann und Krebs. Sie gehen nach unten und finden einen völlig verstörten Bubi Scholz. Er hat dann eben nur zu der Frau Krebs gesagt, die Helga ist nicht da, die Helga hat sich im eingeschlossen in der Toilette, komm noch mal gucken, na, so wie Frau Krebs mir das dann erzählte. Und sie hat dann von außen mit der Leiter geguckt und hat sie dann liegen sehen. Es war schon hart, ne? Die Mieterinnen versuchen vergeblich, von außen in die Toilette zu gelangen. Sie gehen zurück ins Haus, holen Werkzeug, brechen die Toilettentür auf und finden Helga Scholz. Bubi Scholz schaut nicht hin. Und nun in der Hauptverhandlung hat er diese Frau, also dass das also eine Traumfrau war, dass er sie geliebt hat und auch, dass das eine gute Ehe war. Er hat das bis zuletzt verteidigt. Und wenn man so will, die Frau weiter auf Händen getragen. Ja, also das muss man wirklich sagen. Man tötet vielleicht auch das, was man liebt, nicht? Das Gericht billigt dem Angeklagten schließlich eine erhebliche Bewusstseinsstörung zu und eine verminderte Schuldfähigkeit. Alkohol, Tabletten und eine tiefe Depression seien die Auslöser für den tödlichen Schuss gewesen. Nun hatte uns der Sachverständige erklärt, er hätte einen aggressiven Durchbruch erlitten, der seine Steuerungsfähigkeit in Bezug auf den Vorsatz dermaßen beeinträchtigte, dass man von einem bedingten Tötungsvorsatz nicht mehr ausgehen könne. Und deshalb bin ich und an sich alle Prozessbeteiligten von Totschlag abgerückt und sind zur fahrlässigen Tötung gekommen.
Eine verminderte Schuldfähigkeit führt immer dazu, dass eine Strafe milder ausfällt. Aber das Eigentliche war, dass es sich ja um eine fahrlässige Tötung gehandelt hat. Also wenn man so will, um einen Unglücksfall, der nicht zu vergleichen ist mit einem Totschlag, sondern mit einem bewussten Schießen auf einen Menschen, sondern er hat auf eine Tür geschossen. Und hinter dieser Tür befand sich ein Mensch. Wenn Helga Scholz auf der Toilette gesessen hätte, dann wäre der Schuss 26 cm über ihren Kopf hinweggegangen. Am 1. Februar 1985 wird Bubi Scholz im überfüllten Schwurgerichtssaal 700 des Gerichts Moabit wegen fahrlässiger Tötung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht folgt in seiner Begründung dem Gutachter, die Tat passe nicht zum Persönlichkeitsbild und zur Charakterstruktur des Bubi Scholz. In der Öffentlichkeit wird über das Urteil heftig gestritten. Von prominenten Urteil ist die Rede, von Klassenjustiz, von Berliner Filz. Es gab Stimmen in der Presse, die davon sprachen, dass Herr Scholz mit Samthandschuhen angefasst worden wäre, den sogenannten Promi-Bonus. Aber es gab auch Stimmen, insbesondere in der Bevölkerung, die meinten, das ist doch Mord. Ich denke, dass die Strafe angemessen war. Ich würde heute bei demselben Sachverhalt auch wieder genauso urteilen, auch wenn das Urteil natürlich, und damit haben wir gerechnet, in der Öffentlichkeit auch Kritik finden würde. In der Haft spricht Bubi Scholz gegenüber Freunden immer wieder von seiner Angst vor einem Leben nach dem Gefängnis, vor einem Leben ohne Helga. Als er 1987 aus der Haft entlassen wird, sind ihm nur wenige Freunde geblieben. Von seiner Tat erholt er sich nie. Er heiratet zwar noch einmal, beginnt aber zunehmend zu kränkeln. Er erleidet einen Schlaganfall, kämpft gegen die Spätfolgen der Tuberkulose. Im August 2000 stirbt Bubi Scholz. Bubi Scholz erschien mir wie ein gebrochener Mann. Er war das Opfer seines Handelns geworden. In vielerlei Hinsicht. In sozialer, geistiger, seelischer, körperlicher. Schutzlos plötzlich. Ohne seine Frau. Scholz stieg eine ganze Nation in den Boxring. Dann der Schock. Nach einem Schaukampf in Berlin wurde bei Bubi Scholz eine schwere Lungentuberkulose festgestellt. Die Ärzte verboten ihm das Boxen. Das sichere Ende der Karriere, so schien es. Er quartierte sich unter anderem Namen in einem Sanatorium im Schwarzwald ein, kämpfte mit eisernem Willen gegen die Krankheit. Und auch am Krankenbett war Helga bei ihm. Die Helga hat zu ihm gehalten, auch als er so schwer krank war. Also seine Lunge-OP hatte Tuberkulose. Und für Bubi war das praktisch ein Rettungsanker. Denn er wusste ja nicht, ob er noch mal boxen konnte. Zurück aus dem Sanatorium im Schwarzwald heirateten Bubi Scholz und Helga Druck. Im November 1955 mit großem Medienrummel im Standesamt Schmargendorf. Trauzeugen waren Bubis Manager Fritz Gretschel und Schaumeister Hans Rosenthal, der aus demselben Kiez am Prenzlauer Berg stammte wie Bubi Scholz. Helga war am Ziel, war nun die Frau des prominenten Boxers und sollte seine Karriere als seine engste Vertraute und persönliche Managerin in Zukunft mitbestimmen. Die beiden bezogen das gemeinsame Heim. Helga, klug, schlagfertig, aus gutem Hause, war und blieb die Frau seines Lebens. Bis zu diesem Sonntag im Juli 1984. In Berlin hat heute der Prozess gegen den ehemaligen Berufsboxer Bubi Scholz begonnen. Die Anklage wirft dem 54-Jährigen Totschlag vor. Mit dem Urteil wird Ende Januar gerechnet.
Die große Strafkammer des Gerichts in Berlin-Moabit muss nun klären, was genau in dieser Sonntagnacht geschehen ist. So, das war also mein Platz. Hier saß ich als Vorsitzender. Rechts und links von mir die beiden Berufsrichter als Beisitzer. Das war der Platz von Herrn Staatsanwalt Wiedenberg, der die Anklage vertreten hat in diesem Verfahren. Und hier saß Herr Bubi Scholz oder Gustav Scholz, umrahmt von seinen beiden Verteidigern, Herrn Dr. Studier und Herrn Dr. Knaute. Eigentlich ist der Fall klar. Mit diesem Gewehr, dem Geschenk eines Fans an den berühmten Boxer, hatte Bubi Scholz seine Frau getötet, mit einem Schuss. Aber warum? Jetzt wollte er uns weismachen, dass er diese Waffe reinigen wollte. Na, wenn er sie hat reinigen wollen, brauchte er die Waffe nicht zusammenzusetzen. Dann wollte er uns weismachen, er hätte mit der Waffe hantiert, wäre auf dem Läufer vor dieser Toilette. Der sagt, du kleiner Piepel, da mach mal, dass du ein bisschen eine Sause machst, sonst kriegst du ein Bein hinter die Ohren. So eine hässliche Bemerkung. Da habe ich gesagt, wenn es dir so gut geht, dann komm doch raus. Und da wurde dann so ein Ring gebildet und der war ein richtiger Schläger. Aber er machte eben den Fehler, dass er so schwungvoll haute und ich konnte ihn gleich so einen richtigen kurzen Schlag geben auf den Körper und der lag am Boden. Und der Bubi, der hat gesagt, Erwin, Mann, das möchte ich auch können. Bubi Scholz meldete sich in einer kleinen, heruntergekommenen Boxschule an. Boxen war populär im Nachkriegs-Berlin. Der schmale Junge trainierte täglich. Schon nach wenigen Wochen durfte er zeigen, was er drauf hatte. Bubi Scholz war so aufgeregt, dass er mal auch das im Ring zeigen kann, was er schon erlernt hat. Und da machte er dann seinen ersten Kampf in einem Zirkuszelt. Und er begeisterte es so sehr, dass er dann auch gleich die Rechte schlug und vor allen Dingen den Leberhaken. Da musste er ja ordentlich auf den Körper treffen und das war hervorragend. Ja, die Stimmung war sehr gut, weil da waren auch die ersten Merkmale zu erkennen, dass aus denen mal was werden kann. Schon beim ersten Boxkampf saß ein junges Mädchen am Ring und ließ ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr los. Helga Druck. Eine Gymnasiastin verliebte sich in den boxenden Arbeiterjungen. Der Bubi war so begeistert, er sagte zu mir, also ich habe ja ein Bombenmädel kennengelernt. Ich so, sag, na, wie heißt er denn? Da sagt er, na Helga heißt er. Da sage ich, na Mensch, dann musstest du mir doch auch mal zeigen, dann muss ich sie doch mal kennenlernen. Und da hat Bubi mir auch seine Freundin das erste Mal vorgestellt und sie machte einen wunderbaren Eindruck. War sehr jung. War ja wie ein Kind, nicht? Also, aber wir waren ja selbst auch Kinder. 3,5 Jahrzehnte später sitzt Bubi Scholz im Gefängnis Moabit in Untersuchungshaft, weil er diese Frau erschossen haben soll. Er wird dem Haftrichter vorgeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Als er wieder nüchtern ist, in seiner Zelle, scheint Bubi Scholz allmählich zu begreifen, was in dieser Sonntagnacht geschehen ist. Naja, er erschien mir nicht mehr alkoholisiert, ist klar, Alkohol hat er nicht mehr bekommen. Er hat auch, war medikamentös nicht besonders beeinflusst, aber er war absolut lethargisch, haderte wahrscheinlich innerlich mit dem Schicksal. Ich würde ihn als stark depressiv bezeichnen. Ich wollte Helga da doch nur rausholen. Das beschwört der Untersuchung. Er wollte seine Ruhe haben. Sie hat ihn gestichelt. Sie war nicht mehr mit ihm zufrieden. Also das sogenannte schöne Leben, was man vorher so hatte, war so langsam abgebaut worden. Die Einladungen blieben aus. Ihr Leben wurde immer trister. An den Wochenenden schlugen sie die Zeit tot. Der Sonntag als von beiden zuvor immer sogenannter Gammeltag, da wurde nicht viel unternommen, da gammelt man zu Hause rum, guckte Videos an, schlief, unterhielt sich oder auch nicht, meistens nicht, und trank. Also es standen sehr viele Gläser rum, abgewaschen wurde nicht, überall stand was rum, die Betten waren natürlich nicht gemacht, Unordnung, Wasser in der Badewanne, die Sauna lief unten noch im Keller.
Und das war normal. In den letzten Monaten vor der Tat ging es mit Helga und Bubi Scholz immer schneller bergab. Je länger ich da war und später, war es dann doch schon so, wenn ich morgens kam, dass sie also schon einiges getrunken hat. Er hat natürlich harte Sachen getrunken. Ne? Und sie hatte meistens irgendwie Sektschorle oder irgendwie sowas. Es wurde immer wieder die Auffassung vertreten, dass sie viel mehr trank als er, so kurios und paradox das klingt, wenn man die beiden vergleicht äußerlich. Da wurde offensichtlich sehr viel getrunken. Sie trank wohl immer kalte Ente, Wein gemixt mit Wasser und Champagner. Ja, und da wurde auch diese berühmte Rumreiche, das Wort kannte ich vorher auch nicht Coca-Cola mit Kirschwasser gemixt und Rum. Nicht? Ist natürlich auch eine schöne tödliche Mischung. Nicht? Man merkt ja gar nicht, wie viel Alkohol man da zu sich führt. Vor Gericht wird immer deutlicher, dem einstigen Boxästheten, dem Perfektionisten im Ring, der seine Auftritte stets genau kalkulierte, war sein Leben längst entglitten. Das Gericht hatte ein neurologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es stützt den Eindruck, den die Zeugenaussagen vermittelten und den sich die Prozessbeteiligten bei der Tatortbesichtigung gemacht hatten. Bubi Scholz und seine Frau Helga waren gefangen in den alten Rollen, die in ihrem Leben längst keinen Sinn mehr machten. Ein gemeinsames Kind hätte ihrem Leben vielleicht einen neuen Inhalt gegeben. Am Anfang ihrer Ehe haben sie alles vermieden, um Kinder zu haben. Sie wollten leben, der Bubi hatte noch seine Karriere, da war an Kinder überhaupt nicht zu denken. Später, Jahre später, da hätte sie gerne Kinder gehabt, das war ihr aber dann nicht vergönnt. Da haben sich die Sünden... Im Swimmingpool mit einem Glas in der Hand und mündet dann in einem Streit offenbar, der vermutlich, wir wissen das ja nicht genau, wir wissen ja aus seinen Beschreibungen, dann wieder scharfen, herabsetzenden Angriffen von ihr begleitet war. Zum Beispiel, das war für sie nicht selten, eine Bemerkung, ich wünschte, du wärst tot. Gegen 22 Uhr hat Helga genug und schließt sich in der Gästetoilette ein. Uns hat sich das so dargestellt, als ob Herr Scholz an diesem bewussten Abend verärgert war darüber, dass Helga Scholz sich wieder in der Toilette eingeschlossen hatte, wie sie das schon öfter getan hatte. Das hat er als Demütigung oder als Kränkung empfunden und dass er sie da rausholen wollte. So hat er sich auch unmittelbar nach der Tat gegenüber einem Kriminalbeamten geäußert. Ich wollte sie da rausholen. Bubi Scholz geht ins Ankleidezimmer und holt ein Gewehr, das dort liegt. Das Gewehrschloss befindet sich aus Sicherheitsgründen in einem Waffenregal in der Bar. Die Patronen versteckt in einer Schublade. Er setzt das Gewehr zusammen. Ein solches Handeln verlangt ein kontrolliertes Vorgehen. Weiß er, was er tut? Wenn Sie volltrunken sind, dann werden Sie diese Waffe nicht zusammenbauen können. Und das war ja auch die Begründung, jetzt wieder des psychiatrischen Sachverständigen und auch der Staatsanwaltschaft zu sagen, du warst zum Zeitpunkt, als du geschossen hast, nicht so betrunken, also schuldunfähig, wie du es uns weismachen willst. Ahnt Helga Scholz, was im engen Gang vor der Toilette passiert? Weiß sie, dass Bubi mit dem Gewehr hantiert? Droht er ihr? Dafür gibt es keine Zeugen. Er wusste, dass er durch diese Tür schießt. Er wusste, dass Frau Scholz, die allein diese Toilette benutzte, aufgrund ihrer Abführmittel, die sie nahm und wegen des entstehenden Geruchs, also war diese Toilette, das war die Toilette der Helga Scholz. Er wusste, dass sie da drin war.
Man hatte sich vorher gestritten und er wollte, dass sie dort rauskam. Und anstatt dass nun er das macht, was eigentlich ein Mann seiner Statur, was ein... Ich habe dann gefragt, was los ist. Na, und dann meinte der eine dann zu mir, ja, also es besteht wohl der Verdacht, dass der Herr Scholz seine Frau erschossen hat. Na, dann habe ich natürlich erst, wurde ich blass und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Na, und dann kam jemand und sagte dann, da muss noch die Leiche abtransportiert werden. Für mich war es ein ganz schlimmes Erlebnis, tatsächlich ihren toten Körper auf der Bahre herausgetragen zu sehen, letztendlich nur abgedeckt mit einer Decke oder einer Folie, nicht wie man es sonst vielleicht aus Fernsehkrimis erwartet, in einem Zinksarg, sondern wirklich sehr pietätlos in meinen Augen. Die Polizei sichert die Spuren am Tatort, nimmt die Toilettentür mit, durch die der tödliche Schuss abgegeben wurde. Bubi Scholz erschien mir so, als ob er in der Nacht Alkohol zu sich genommen hatte, also wie einer, der ihn gesoffen hat. Ziemlich deprimiert und aufgeregt und, also ich würde sagen, desolat. Also ganz einfach desolat. Ich habe dann mit Bubi da in der Küche gesessen und er hat dann mit mir gesprochen. Also ich nicht mit ihm, sondern er mit mir. Er hat mir dann seine ganze Lebenssituation erzählen wollen. Über das Leben mit seiner Helga. Und er hat dann gesagt, ich wollte doch da bloß rausholen, ich wollte doch da bloß rausholen. Und als sie dann alle raus waren, bin ich geblieben, hab dann sauber gemacht. Sauber gemacht heißt in dem Sinne die Toilette, wo sie gelegen hat. Ne? Die ganzen blutigen Fliesen und alles sauber gemacht. Habe ich so im Stillen gedacht, wie ich das in die Mülltonne geschmissen habe. Ah, wenn die Reporter wüssten, was ich wegschmeiße. Die Presse stürzt sich auf den Fall, will alle Details wissen. Er ist bereits bei uns und wird von Beamten der dritten Mordkommission befragt. Sein Anwalt ist bei ihm. Und es macht den Anschein, dass es möglicherweise, aber ich sage bitte mit allem Vorbehalt, möglicherweise heute auch nicht mehr zu einer Vernehmung kommen wird. Denn nach unserem zwar nicht maßgeblichen Eindruck, aber zumindest nach unserem Eindruck, den sich ein Bürger machen kann, steht Herr Scholz unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Und eine Vernehmung in diesem Zustand durchzuführen, ist wenig sinnvoll. Die Menschen sind fassungslos. Bubi Scholz, der berühmte Boxer, der Liebling der Berliner Gesellschaft, in Haft? Ein Mörder? Ausgerechnet Bubi Scholz, der am Prenzlauer Berg geborene Arbeiterjunge, den alle so bewunderten, weil er sich aus Kleinsten bei einer Werbeagentur. Sie leitete die beiden Parfümerien. Alles schien wie von selbst weiterzulaufen. Aber auch das war irgendwann vorbei. Sie waren keine Stars mehr. Der Ruhm verblasste und das glamouröse Leben war passé. Das einzugestehen fiel schwer. Bubi und Helga fielen sich immer mehr auf die Nerven. Helga Scholz hat versucht, in den gehobenen Kreisen weiterhin eine heile Ehe vorzuspielen, die es offenbar nicht gab. Und Gustav Scholz hat darunter gelitten, dass seine Geschäfte nachließen. Seine Werbeagentur verlor an Aufträgen, insbesondere an prominenten Aufträgen. Und er musste also einsehen, dass die guten Zeiten vorbei gewesen sind. Dass seine Frau darunter auch gelitten hat, ergibt sich aus vielen Zeugenaussagen. Sie vergrub sich ganz in ihrer Arbeit. Er hing zu Hause rum und haderte mit seinem Schicksal. Helga wurde immer bitterer. Wenn sie ein bisschen anders gewesen wäre, sagen wir mal, ja, diplomatischer, aber sie ist ja auch mal losgepoltert da irgendwie. Aber wenn sie diplomatischer gewesen wäre, ich glaube, dann hätten die eine einigermaßen einvernehmbare Ehe gehabt. Aber es war ja immer irgendwie Spannung da, wo sie sich jeden Moment an die Köpfe kriegen würden. Zu Hause ließen sie sich gehen. Sie tranken immer mehr. Auch er, der früher asketisch und diszipliniert war. Beide hatten sich immer weniger zu sagen.
Mir war eigentlich immer klar, dass nach außen eine Fassade aufgebaut wurde. Und wenn man sie in der Öffentlichkeit, in den Medien gesehen hat, Bubi und Helga, dann haben sie ein frisch verliebtes Paar vorgespielt, Händchen haltend, sich anstrahlend. Und das, was wir über den Gartenzaun sehen konnten, teilweise war etwas ganz anderes. Es gab die ein oder andere Situation, vor allen Dingen nachts, wo es nebenan doch um einiges lauter wurde. Man hat laute Stimmen gehört, Streit. Es war ganz klar, dass das Ehepaar Scholz miteinander streitet, mal wieder miteinander streitet. In solchen Situationen zog sich Helga Scholz auf die winzige Gästetoilette neben der Haustür zurück, vor allem wenn es Krach gegeben hatte. Hier hatte sie Ruhe vor Bubi. Er wurde immer depressiver, litt an Schlafstörungen, geisterte nachts durchs Haus. Ich habe sie übrigens auch mal gefragt, warum trennen Sie sich nicht von Ihrem Mann? Ne? Ich sage, gucken Sie mal, die Karriere ist vorbei und Sie würden doch vielleicht viel ruhiger leben, wenn Sie sich trennen würden. Sie kümmerte sich um die Parfümerien, die sie gemeinsam unter Bubis Namen eröffneten. Sie managte die Geschäfte und den Alltag. Er konnte seine Rückkehr in den Ring vorbereiten, die ihm alles bedeutete und die ihm und damit auch ihr neuen Ruhm bringen sollte. Denn Bubi wollte es allen noch einmal zeigen. Er zog sich zurück, arbeitete unentwegt an sich, trainierte monatelang wie ein Besessener. Mein Freund Bubi war ja ein vorbildlicher Mann im Training. Der hat das derartig ernst genommen, dass man fast neidisch sein konnte. Er hat eine Gymnastik hingelegt wie ein Artist. Hat der Sprungseil über dem Kopf gedreht, dann ist das wieder unten, ohne hängen zu bleiben. Also wie ein Fred Astaire vielleicht, der ein großartiger Tänzer war. Bubi Scholz hat sich ganz korrekt danach gerichtet, wie man als Sportler lebt. Kein Alkohol, nicht geraucht, hat nur Sport gemacht, hat sich ganz präzise auf jeden Kampf vorbereitet. Und war 1957 plötzlich wieder da. Bei 40 Grad Hitze kämpften in Berlin Bubi Scholz und Peter Müller um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft. Schon die dritte Runde bringt das vorzeitige Ende. Scholz hat Müller an den Seilen gestellt und trommelt pausenlos auf ihn ein. Für die Ärzte und die Fachwelt grenzte dieses Comeback an ein Wunder. Als hätte es seine Krankheitspause nie gegeben. Völlig benommen empfängt Müller den letzten, entscheidenden Schlag. Auch seinen 64. Kampf in 9 Jahren beendet Bubi Scholz unbesiegt. Und diesmal ist er endlich deutscher Meister. Als er wenig später auch noch Europameister wurde, war Bubi Scholz wieder ganz oben. Und mit ihm Helga. Der Einsatz hatte sich gelohnt. Man fuhr ein schickes Auto, trug Pelz, war das neue Berliner Glamour-Paar. Bubi Scholz war wieder ein gefragter Mann. Er besang Schallplatten. Er spielte Rollen im Boulevardtheater und im Kino und trat in Fernsehshows auf. Cha, cha, cha. 1965 war für Bubi Scholz mit dem Boxen Schluss. Aber er und Helga blieben noch lange das Traumpaar der Berliner Gesellschaft. Da gibt es also Listen, die sogenannten großen Protokolllisten. Na, da stand Bubi Scholz ganz vorne mit drauf. Der musste so ja an Wochenenden selektieren. Gehen wir dahin oder gehen wir dorthin? Romy Schneider zählte zu den Freunden der beiden. Und Schauspieler wie Hardy Krüger. Also das Ehepaar Scholz gehörte, als er berühmt war, zu den sogenannten Oberen. Festgestellt. Die Ärzte verboten ihm das Boxen. Das sichere Ende der Karriere, so schien es. Er quartierte sich unter anderem Namen in einem Sanatorium im Schwarzwald ein, kämpfte mit eisernem Willen gegen die Krankheit. Und auch am Krankenbett war Helga bei ihm. Die Helga hat zu ihm gehalten, auch als er so schwer krank war. Also seine Lunge-OP hatte, Tuberkulose. Und für Bubi war das praktisch ein Rettungsanker. Denn er wusste ja nicht, ob er noch mal boxen konnte. Zurück aus dem Sanatorium im Schwarzwald heirateten Bubi Scholz und Helga Druck.
Im November 1955 mit großem Medienrummel im Standesamt Schmargendorf. Trauzeugen waren Bubis Manager Fritz Gretschel und Schaumeister Hans Rosenthal, der aus demselben Kiez am Prenzlauer Berg stammte wie Bubi Scholz. Helga war am Ziel, war nun die Frau des prominenten Boxers und sollte seine Karriere als seine engste Vertraute und persönliche Managerin in Zukunft mitbestimmen. Die beiden bezogen das gemeinsame Heim. Helga, klug, schlagfertig, aus gutem Hause, war und blieb die Frau seines Lebens. Bis zu diesem Sonntag im Juli 1984. In Berlin hat heute der Prozess gegen den ehemaligen Berufsboxer Bubi Scholz begonnen. Die Anklage wirft dem 54-Jährigen Totschlag vor. Mit dem Urteil wird Ende Januar gerechnet. Die große Strafkammer des Gerichts in Berlin-Moabit muss nun klären, was genau in dieser Sonntagnacht geschehen ist. So, das war also mein Platz. Hier saß ich als Vorsitzender. Rechts und links von mir die beiden Berufsrichter als Beisitzer. Das war der Platz von Herrn Staatsanwalt Wiedenberg, der die Anklage vertreten hat in diesem Verfahren. Und hier saß Herr Bubi Scholz oder Gustav Scholz, umrahmt von seinen beiden Verteidigern, Herrn Dr. Studier und Herrn Dr. Knaute. Eigentlich ist der Fall klar. Mit diesem Gewehr, dem Geschenk eines Fans an den berühmten Boxer, hatte Bubi Scholz seine Frau getötet, mit einem Schuss. Aber warum? Jetzt wollte er uns weismachen, dass er diese Waffe reinigen wollte. Na, wenn er sie hat reinigen wollen, brauchte er die Waffe nicht zusammenzusetzen. Dann wollte er uns weismachen, er hätte mit der Waffe hantiert, wäre auf dem Läufer vor dieser Toilette, in der Frau Scholz erschossen wurde, ausgerutscht und ein Schuss hat sich gelöst. Das konnte durch die Schusswaffensachverständigen absolut widerlegt werden. Denn Bubi wollte es allen noch einmal zeigen. Er zog sich zurück, arbeitete unentwegt an sich, trainierte monatelang wie ein Besessener. Mein Freund Bubi war ja ein vorbildlicher Mann im Training. Der hat das derartig ernst genommen, dass man fast neidisch sein konnte. Er hat eine Gymnastik hingelegt wie ein Artist. Hat der Sprungseil über dem Kopf gedreht, dann ist er wieder unten, ohne hängen zu bleiben. Also wie ein Fred Astaire vielleicht, der ein großartiger Tänzer war. Bubi Scholz hat sich ganz korrekt danach gerichtet, wie man als Sportler lebt. Kein Alkohol, nicht geraucht, hat nur Sport gemacht, hat sich ganz präzise auf jeden Kampf vorbereitet. Und war 1957 plötzlich wieder da. Bei 40 Grad Hitze kämpften in Berlin Bubi Scholz und Peter Müller um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft. Schon die dritte Runde bringt das vorzeitige Ende. Scholz hat Müller an den Seilen gestellt und trommelt pausenlos auf ihn ein. Für die Ärzte und die Fachwelt grenzte dieses Comeback an ein Wunder. Als hätte es seine Krankheitspause nie gegeben. Völlig benommen empfängt Müller den letzten, entscheidenden Schlag. Auch seinen 64. Kampf in 9 Jahren beendet Bubi Scholz unbesiegt. Und diesmal ist er endlich deutscher Meister. Als er wenig später auch noch Europameister wurde, war Bubi Scholz wieder ganz oben. Und mit ihm Helga. Der Einsatz hatte sich gelohnt. Man fuhr ein schickes Auto, trug Pelz, war das neue Berliner Glamour-Paar. Bubi Scholz war wieder ein gefragter Mann. Er besang Schallplatten. Er spielte Rollen im Boulevardtheater und im Kino und trat in Fernsehshows auf. Cha, cha, cha. 1965 war für Bubi Scholz mit dem Boxen Schluss. Aber er und Helga blieben noch lange das Traumpaar der Berliner Gesellschaft. Da gibt es also Listen, die sogenannten großen Protokolllisten. Na, da stand Bubi Scholz ganz vorne mit drauf. Der musste so ja an Wochenenden selektieren. Gehen wir dahin oder gehen wir dorthin? Romy Schneider zählte zu den Freunden der beiden. Und Schauspieler wie Hardy Krüger. Also das Ehepaar Scholz gehörte, als er berühmt war, zu den sogenannten oberen Zehntausenden dieser Stadt.
die zu jeder Party, zu jedem Ball eingeladen wurden und wo viele andere Berühmte in dieser Stadt sich mit ihnen schmückten. Doch auch das war irgendwann Vergangenheit. Der von Zehntausenden in dieser Stadt, die zu jeder Party, zu jedem Ball eingeladen wurden und wo viele andere Berühmte in dieser Stadt sich mit ihnen schmückten. Doch auch das war irgendwann Vergangenheit. Der Filmraum, der ja nun ein sehr begrenztes Repertoire hatte, dass dort immer nur seine Boxkämpfe über die Leinwand flimmerten, war die Banalität des Immergleichen. Vor allem ein Kampf hatte Bubi Scholz nie mehr losgelassen. Als er 1962 Harold Johnson herausforderte, um Weltmeister im Halbschwergewicht zu werden. Dieser Kampf hätte die Krönung seiner Karriere werden sollen. Alle erwarteten das. Die gesamte Prominenz war da. Und natürlich auch Helga. Bis zur letzten Runde bietet sich den 40.000 Zuschauern immer wieder das gleiche Bild. Der Herausforderer marschiert rückwärts und der Titelverteidiger greift an und sammelt mit seiner hervorragenden linken Führungshand Punkte. Gustav Scholz bleibt zwar einer der besten Boxer Europas, doch der goldene Lorbeerkranz des Weltmeisters gebührt einem besseren, Harold Johnson. Wir haben uns den Kampf öfter mal bei ihm im Keller angeguckt und jedes Mal dachte er, guck mal, der war schon K.O. Er konnte es gar nicht fassen, ja. Und es war immer der Überzeugung, dass er den Kampf nicht verloren hatte. Er haderte später jahrelang mit seinem Schicksal, dass er die Chance nicht genutzt hat, die man ihm gegeben hatte. 3 Jahre nach dieser Niederlage hatte er das Boxen aufgegeben. Der Scholz-Effekt, wie Helga es nannte, wirkte noch lange weiter. Die Geschäfte liefen gut. Er avancierte zum Teilhaber einer Werbeagentur. Sie leitete die beiden Parfümerien. Alles schien wie von selbst weiterzulaufen. Aber auch das war irgendwann vorbei. Sie waren keine Stars mehr. Der Ruhm verblasste und das glamouröse Leben war passé. Das einzugestehen fiel schwer. Bubi und Helga fielen sich immer mehr auf die Nerven. Helga Scholz hat versucht, in den gehobenen Kreisen weiterhin eine heile Ehe vorzuspielen, die es offenbar nicht gab. Und Gustav Scholz hat darunter gelitten, dass seine Geschäfte nachließen. Seine Werbeagentur verlor an Aufträgen, insbesondere an prominenten Aufträgen. Und er musste also einsehen, dass die guten Zeiten vorbei gewesen sind. Dass seine Frau darunter auch gelitten hat, ergibt sich aus vielen Zeugenaussagen. Sie vergrub sich.